Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Heute gibt es mal was komplett anderes für euch und wer uns schon länger verfolgt, der hat vielleicht unsere Folge 23 mal gesehen, auch wenn es schon einige Tage zurückliegt. Damals zeigten wir euch einen verlassenen Praktikerbaumarkt. Nach nun anderthalb Jahren kehren wir an den Ort des Geschehens zurück und wollen mal sehen, was nach diesen ganzen schlechten Schlagzeilen über diesen Ort doch heute noch zu sehen ist, beziehungsweise wie sich das ganze Areal entwickelt und verändert hat. Also kommt nun am besten mit auf diese spannende Tour und den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in den nächsten Minuten. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch einen immer noch verlassenen Praktikerbaumarkt. Zu Beginn dieser Folge habe ich euch bereits ein paar Clips aus der Folge 23 reingestellt, damit ihr euch mal ungefähr ein Bild machen könnt, wie es dort vor nur anderthalb Jahren ausgesehen hat. Und kleiner Spoiler, es hat sich so einiges getan, aber im Wesentlichen nichts Positives. Im ursprünglichen Video bin ich vor allem auf die Geschichte der Praktikerbaumärkte eingegangen, wann hat sich das Ganze gegründet, wie entwickelte sich das Unternehmen deutschlandweit über die ganzen Jahre, warum kam am Ende auch die Zahlungsunfähigkeit und demzufolge auch die Insolvenz mit hunderten Arbeitslosen. Sollte euch das alles interessieren, dann schaut auf jeden Fall mal in diese Folge 23 rein, dort seht ihr auch noch deutlich mehr und könnt euch auch noch ein besseres Bild machen über diesen Ort, wie er vor dieser ganzen Zerstörungswut hier ausgesehen hat. Ich verlinke euch das Ganze jetzt hier oben rechts. Ja, wo fange ich am besten an? Denn ihr seht es ja selbst ganz gut, der Zustand hat sich innerhalb dieser anderthalb Jahre immens verschlechtert. Bei unserem ersten Besuch erwischten wir ja Kabeldiebe auf frischer Tour, während eine andere männliche Person in aller Ruhe und Gelassenheit Graffitis an die ehemaligen Verkaufsräume sprühte. Heute ist eben in diesem großen Verkaufsraum kaum ein Zentimeter frei von Graffiti und anderen Schmierereien. Von der Elektrik fehlt heute jede Spur, man war hier sehr gründlich. Selbst Verteilerkästen sind komplett leer geplündert. Ach und die Stromzähler? Naja, die sind auf jeden Fall auch entschwunden. Am schlimmsten hat uns die Verwüstung im Bürogebäude getroffen. Dort hatte man tatsächlich mal versucht, dem Treiben mit angeschweißten Gittern ein jähes Ende zu bereiten. Doch man hatte wohl das eine oder andere Fenster übersehen. Entsprechend war hier Tag der offenen Tür. Man konnte also von so ziemlich allen Seiten hier in aller Ruhe hineinspazieren. Die Zerstörungswut und der Vandalismus in gröbster Form finden wir hier mittlerweile auf jeder Etage. Bei unserem ersten Besuch waren die Räume noch nutzbar. Viele waren leer und rochen typisch nach Büroteppich und einer Weile nicht gelüftet. Von alledem ist heute nichts mehr vorhanden. Stattdessen finden wir ausnahmslos überall Unrat und Müll, Bauschutt, Kleidung und vieles, vieles mehr, wo man sich fragt, warum so einen Aufwand betreiben, um all diesen Kram hier in die oberen Etagen zu bringen.
Der Höhepunkt des wilden Treibens war vor etwas über einem Jahr am 10. Mai 2020 erreicht, als die Feuerwehr sonntags gegen 20.30 Uhr zu einem Feuer gerufen wurde, das man im dritten Obergeschoss des Bürogebäudes mit Sicherheit absichtlich legte. Ob sich davor oder danach hier obdachlose Personen einnisteten, können wir heute nicht mit Sicherheit sagen. Zumindest sah es so aus, denn die Überreste oder der zurückgebliebene Hausstand befindet sich noch immer im Objekt. Ob aber aktuell dort noch immer Obdachlose hausieren, ist fraglich. Neben Graffiti, Feuer, Obdachlosen und deren Müll gingen natürlich auch viele, viele Scheiben zu Bruch. Außerdem hat man kurzerhand im Erdgeschoss des Bürogebäudes die Metallwendeltreppe entwendet. Nur das Holzgeländer blieb als letzter Zeuge zurück. Es lag auf dem Boden und in der Decke klaffte ein nun recht großes kreisrundes Loch. Ende April 2021, also mit Erscheinen dieses Videos vor rund anderthalb Monaten, brannte es erneut auf dem Areal, allerdings diesmal nicht im Objekt, sondern direkt davor. Aus natürlich ungeklärter Ursache geriet ein schon seit Wochen dort abgestelltes Autowrack in Flammen. Das Fahrzeug brannte wohl schon einige Male zuvor und auch im Objekt waren hier und da immer wieder Spuren von versuchter Brandstiftung zu sehen. Die Zukunft dieser Immobilie sieht also nicht allzu rosig aus. Der Eigentümer, kein geringerer als XXXL Möbel, kommt wohl nicht zurecht aus den Puschen, was einen geplanten Neubau angeht. Gut, vielleicht ist aktuell auch ein bisschen Corona daran schuld, dass man so im Verzug ist. Dennoch hätte hier schon vor gut zwei Jahren ein neuer Möbelmarkt stehen können. Ob man an den damaligen Plänen heute noch immer festhält, ist fraglich. Mal sehen, wir werden uns wie immer gedulden müssen. Sollte sich da auf jeden Fall was tun, werde ich euch das in die Infobox reinstellen.
Da es nicht allzu viel zu sehen gab, werde ich euch heute auch nicht ganz so viele Bilder einblenden. Dennoch verabschiede ich mich von euch, wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Und wenn ihr Lust habt auf weitere verlassene Orte, dann schaut doch auf jeden Fall gerne mal auf unseren Kanal. Dort findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Sollte euch also dieses Video gefallen haben, dann gibt es auf unserem Kanal noch viele weitere, die ihr euch gerne anschauen könnt. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, macht's gut und ciao. Thank you.